Menschen wie er, der vor 20 Jahren noch im Rollstuhl manche Treppe an der Uni hochgetragen werden mussten, weil es keinen Aufzug gab, ich volle Teilhabe und die dazu nötigen Unterstützungsleistungen erhofft. Jetzt entdeckt eine skeptische Szene von Experten in eigener Sache im neuen Gesetzentwurf vor allem alte Fürsorgegedanken. Man muss oft sich vor Augen halten, dass das jetzige System unsere Sozialhilfe besser ist. Flavor. Als in den 60er Jahren, statt Anfang der 60er Jahre, natürlich eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Behinderung, Menschen mit Behinderung beinhaltet. Da war es eben ganz klar Fürsorge. Wir wissen, was gut für euch ist. Wir wissen das vor allem besser als ihr selbst. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr haltbar. Es gibt ein ganz anderes Selbstbewusstsein für Menschen mit Behinderung. Natürlich auch allen, die sonst nicht so gut sind. Sam, stop, geht ihr schon. Metro, bravo. Von den neuen Regelungen oder haben beruflich mit Fragen von Behinderung und Inklusion zu tun. Dem zukünftigen Teilhaberecht schlägt auch hier viel Skepsis entgegen. Eindeutige Formulierungen mahnt etwa Norbert Böttges vom Schwerhörigenbund an, dessen Mitglieder vor allem Hilfe bei der Kommunikation brauchen. Es geht also ganz konkret um Gebärdensprachdolmetscher für etwa 80.000 Gehörlose und Schriftdolmetscher für etwa 200.000 ertaubte Menschen in Deutschland. Und was da eigentlich stört, ist dieser Begriff, es besteht der Anspruch aus besonderem Anlass. Das ist ein Schritt in Richtung Bürokratie, denn das heißt, es muss eine Einzelfallentscheidung her. Also Kommunikation ist für die betroffenen Menschen so etwas wie ein Lebensmittel. Sam, 200 Metro, bravo. Nur aus besonderem Anlass zur Verfügung stellen und kein Deutsch. Sam, stop, Metro, bravo.
Thank you.
total lokal in Brandenburg. Rumgedudel ist woanders. Hier ist Hitradio SKW. Über 1000 rezeptfreie Arzneimittel, die auch den Vergleich mit dem Internet nicht scheuen.